100 Mal bin ich schon gefragt worden. Das passt doch nicht. Das geht doch nicht zusammen. Auf der einen Seite ist die Kirche, dann ist er wieder der Karnevalist. Da geht wieder die Kirche, dann geht wieder der Karneval. Das geht doch nicht. Und ob das geht? Warum? Ich habe ja immer gesagt, es gibt nur zwei Männer auf der Welt, die rote Schuhe tragen. Das eine ist der Papst und das andere ist der Prinz Karneval in Köln. Wer in Köln als Prinz regiert, der hat einen Hofbursch. Ja, der Papst, der hat auch einen Hofbursch. Und das ist hier, das ist Castel Gandolfo. Wenn der Session hat im Sommer, dann geht der Papst hin. Gut, er ist zurzeit nicht da, das erkennt man daran, der Prinzenjahre steht nicht vor der Tür. Entschuldigung, der Schweizerjahre steht nicht vor der Tür. Ne? So ist er. Und die haben natürlich noch was gemeinsam. Wenn man in Köln Prinz ist, da muss man Nüsse haben, da muss man Geld an der Füße haben, ja? Ja, und wie macht das der Papst? Das ist ganz einfach. Der geht aus seiner Hofburg raus, Schweizer Jahr de Grüß, und dann geht der Papst nur 5 Schritte zu seinem Nachbarn. Hehe, da geht das Geld raus. Grazie. Und das ist der andere Nachbar vom Papst. Giovanni, una domanda. Il Papa, quando vieni qui, che cosa mangia? Spaghetti. Trova posta qua. Da geht mir immer das Herz auf, wenn im Karneval der ganze Saal singt, Tochter Sion, ein Kirchenlied. Ich kriege immer 2 Fragen gestellt. Die erste ist, hören Sie mal, Sie sind doch nicht wirklich katholischer Diakon. Dann sage ich Ihnen, doch, ich bin es, ich lag auf der Erde in dem 2-türmigen Kapellchen in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofes. Der Bischof hat mir die Weihe reingedeut. Ne? Du kriegst nicht mehr af, ich bin es. Ne? Und dann sagen sie immer, ja wirklich, ja was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Priester, einem Pastor und einem Diakon? Da sage ich unter anderem folgender, ein Diakon darf heiraten, ein Priester braucht nicht. Elfter im 11. im Altenberger Dom. Seit 1993 bin ich katholischer Diakon, verheiratet, ein Kind. Ein katholischer Diakon darf heiraten. Er darf bei der Messe assistieren und auch predigen. Im August vor 125 Jahren erschien das Buch Die fröhliche Wissenschaft von Nietzsche. Und wir alle kennen die zentrale Stelle darin. Nietzsche lässt in diesem Buch einen Narren am helllichten Tage eine Laterne entzünden. Und mit dieser Laterne läuft dieser Narr auf den Marktplatz und ruft, Gott ist tot, Gott ist tot, Gott ist tot. Und wir haben ihn getötet. Ich komme gerade aus der Kirche, habe in dem einen Ohr noch großer Jod, wir loben dich. Ne? Komm mal hin, das Erste, was ich höre, Scheiße, ja. Ne? Und glaubt es oder glaubt es nicht? Dann sind die Männer gekitzelt, dann sage ich immer, hör mal, großer Gott, wir loben dich, da könnt ihr doch ja nicht mehr. Das können wir aber doch, ne? Ach, das glaube ich euch nicht. Und dann ist wirklich, ich habe noch keinen Saal erlebt, wo das nicht klappt, ja. Dann singen die Männer, egal wie stief sie alt sind, ja, singen die mit Tränen in den Augen. Ja klar, kommt die Erinnerung an die Erstkommunion wieder hoch, ist klar. Ne? Und dann singen die, großer Gott, wir loben. Ja, das glaube ich dann.
Ne? Und dann zack, hängen dran, Scheiße. Ja. Und ich sag immer, das ist der Rheinländer. Der Rheinländer ist die gesunde Mischung aus großer J, wir loben dich und Scheiße, ja, Scheiße, ja. Leonie, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Juhu! Jetzt haben wir wieder Enemy, ist das schön. Ihr habt bekundet, ja, wir wollen in diesem Sinne eine christliche Ehe hier vom Altar schließen. In diesem Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Und dann wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Feier und trinkt unbedingt einen für mich mit und habt Spaß, ja. Ich darf trösten, taufen, trauen, beerdigen, ja, und abends stehe ich auf der Bühne in der Bütt. Im Mittelalter, das wurde mit Janisch Dunkel, ne? Im Mittelalter gab es eine Vorschrift. Und zwar musste die Gemeinde in der Ostermesse der Tod auslachen. Warum? Weil sie genau wussten, der größte Drecksack, den es überhaupt gibt, ist dieser Driss tot. Ne? Ah, Vorspann, ne? Ja, aber Ostern sagt ja gerade, hehe, wer ist verloren? Der, ne? Gut, der Tod ist da, sicher, ne? Ist auch lästig. Nachher fühlt man sich immer so kaputt, das ist klar, ne? Aber, nein, aber der Tod ist besiegt. Ja, was macht man, um Triumph auszudrücken? Man lacht den Diktator aus. Der altehrwürdige Melatenfriedhof zu Köln am Rhein. Man glaubt gar nicht, was hier für Geschichten zu entdecken sind. Hier liegen sie alle. Heri Blum, ein wunderbarer Büttenredner. Willi Milovic, braucht man nichts zu sagen. Aber auch der unvergessene Sänger Frech Horst Müß. Guck, das Grab von Franz Röder, das war einer meiner großen Vorbilder, der Büttenredner. Der trat ja auf als Amadeus Gänsekiel, der kölsche Poet. Ja. Und deswegen ist der Palmwedel da auch kein Palmwedel, der eingraviert ist, sondern das ist der Gänsekiel. Das ist der Gänsekiel, richtig. Von Amadeus. Ja, ja. Kennst du ein Gedicht aus seiner Büttenrede? Ja. Am Sonntag, ja, wenn es brummeltat, weil uns dann doch kummeltat. Da nahm das Schicksal seinen Lauf, die Aal trank Wasser obendrauf und jetzt rennt sie im Dauerlauf. Unvergessen die Musiker, zum Beispiel wie die Schweden Charlie Niedig vom Eilemann-Trio oder der große Werner Brock, Komponist der Kölschen Mess für Orgel, Tröd und Trumm. Toni Steinjas, Walter. Ein guter Mensch, viele, viele Lieder. Ne? Ja, ganz viele, hunderte, hunderte. Und sein wichtigstes Lied, Die Theke. Ne? Oh, das ist das weltberühmt. Ne? Ja, ja, das ist ja in zig Sprachen übersetzt worden. In zig Sprachen übersetzt worden. So, ja, Japanisch. Geht da ja nicht. Ja, der Japaner steht irgendwo, trinkt Reisschnaps und singt, der schönste Platz ist immer der Theke. Das hätte hier so gesungen. Der schönste Platz ist immer an der Theke. Ja, an der Theke ist der schönste Platz. Hör mal, Walter. Ich lese ja viel. Ich habe gelesen, dass es wahrscheinlich in Europa, vielleicht sogar weltweit, keine Stadt gibt, wo so viel Lieder drüber gemacht wird. Die Ziffer liegt bei, das halte ich fest, 30.000 Lieder zurzeit über Köln. Da kommt kein Paris mit, kein Wien und so weiter. Ja, und der Urvater,
Der Urvater all dieser Lieder, das ist Willi Ostermann. Willi Ostermann. Der hat ja ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Adenauer. Vielleicht liegt der rheinische, pfiffische Schädel, obwohl seine Wurzeln ja im Sauerland sind. Das muss man ja auch sagen. Ich sag dir mal, mein Lieblingslied vom Urvater aller Kölschen, das geht natürlich über Köln. Ne? Ach, was wo das früher schon. In Colonia, wenn der Franz Minis normale Kobe schien, wenn der Peter Hermin Hermin Apollonia still vergnügt, um heimlich an zu knutschen fing. Also ich hoffe natürlich, dass ich heiter und gelassen sein kann, wenn Gevatter Hein an die Tür klopft. Aber auf der anderen Seite bin ich ja nur ein Mensch, auch nur ein Mensch. Der letzte Satz von der heiligen Bernadette Lucht war, ich habe Angst. Ganz normales menschliches Wesen. Und das geht mir ja genauso. Und natürlich die große Angst, wenn die Atheisten recht haben. Dann ist nichts, gar nichts. Das ist schon die große Angst. Aber meine ganze Seele und mein ganzes Sehnen geht darin, dass sie nicht recht haben. Und wenn sie nicht recht haben, was ich natürlich mit meinem ganzen Herzen glaube, dann ist der Tod das Hinübergehen nach Hause. Ja? Ach, dass ein guter Gott es gebe, gleich dem Seidenwurme, in einem neuen Sonnental die Flügel auszubreiten. Torquato Tasso, Goethe. Und ich hoffe, der Goethe hat recht. Ich lebe mitten im Bergischen Land, ziemlich einsam, aber sehr schön. Hier ist meine Heimat und hier möchte ich mal beerdigt werden. Das ist Hamböcken, das Bergische Bullerbü. Dort wohne ich mit meiner Familie in einem uralten bergischen Bauernhaus. Der katholische Diakon, der Büttenklon, der Familienvater. Wie kontrastreich ist dein Leben? Mein Leben ist so bunt wie ein Kirchenfenster im Kölner Dom. Der Kardinal hat zu mir gesagt, ach, Herr Diakon, Sie gehen als Lappenclown. Ich habe gesagt, ich muss Sie enttäuschen, ich gehe als Domfenster, Herr Kardinal. Oh, da wurde würdig, ne? Ach, dieses Fenster, ja, das verfolgt mich, tun Sie es aus, ja, ich sag, ist der Jute Kardinal. Seitdem, der hat eine Fensterallergie, ehrlich, das geht so ran, ich darf keine Witze über Fenster erzählen, ja. Und es gibt so schöne, ne, treffen sich zwei kölsche Putzfrauen, sagt die eine, ich mach Diät, sagt die andere, Jute, dann mach ich die Finster. Das ist das Schöne, dass dieser Kontrast, also in der Kirche am Altar, wo ich immer sein wollte, bei den Sakramenten und dann abends in der Bütt, ja, und meine Familie sehe ich auch noch ab und zu, das ist ja auch schön. Ich sag mal, das Bergische Land ist so eine Art Gazastreifen, ja, so ein rheinischer Gazastreifen zwischen dem Sauerländer und dem Rheinländer, eine herrliche Mischung. Zum Beispiel kenne ich da so einen richtigen bergischen Bur, ja, ein verschmitztes Männlein, Müllenbachs Karl aus Hofferhof, kennt keinen Sau, aber sie ja, hört zu Rösrath, ja. Und dann sagt er, hör jetzt, wie die Schuster einen Witz erzählen. Ich sag, bitte. Bei uns in Hofhof, wir sind jung, der wurde von seinem Papa nach England geschickt. Dann sagt er, Papa, ich kann doch ja kein Englisch. Sagt er, das ist nicht schlimm, du musst langsam und deutlich sprechen. Sagt er, jo, dann, ne, ging nach England, geht in so einen Pub, in so einen Pub. Und dann sagt er für den Kellner, sagt er für den Kellner, ich hätte gerne ein Bier. Sagt der Kellner, ein großes oder kleines? Sagt der Jung, ein großes. Der Kellner, wo kommst du denn her? Sagt der aus Hofferhof. Sagt der Kellner, ich aus Rösrath. So, dann sagt der Jung, und du Jeck, und warum reden wir die ganze Zeit Englisch? Wie tief trifft es dich, wenn eine Pointe mal nicht so sehr sitzt und ankommt? Das ist ja der Horror eines jeden Künstlers. Ein Künstler will doch im Letzten will er nur eins. Applaus, 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 Applaus. Man soll mich lieb haben. Und ein Nicht-Ankommen, das ist sogar mehr als, oh, hat jetzt nicht geklappt, sondern man denkt dann immer, oh, das war's jetzt. Was hast du falsch gemacht? Ich werde nie vergessen den ersten Witz vom Hans Sachenberg, den ich als Kind gehört hatte. Da sagt er, in der Show hätte Lier ein Experiment gemacht. Ein Glas mit Wasser und ein Glas mit Schabau. Im Wasser ein Wurm,
im Schabau Urnewurm. Der Wurm in dem Wasser war quick lebendig. Der Wurm in dem Schabau war direkt kaputt. Hätte Lira uns gefragt, was lernen wir da draus? Hab ich mich gemeldet. Ich sage ganz einfach, Herr Lehrer. Wer süff kriegt kein Wurm. Wo die Wälder noch rauschen, die Nachtigall singt, die Berge hochragen, der Amboss erklingt, wo die Quelle noch rinnet aus moosigem Stein, die Bächlein noch murmeln im blumigen Hain, wo im Schatten der Eiche die Wiege mir stand. Da ist meine Heimat, mein bergisches Land. Keine Rebe wohl ranket am felsigen Hang, kein mächtiger Strom fließt die Täler entlang, doch die Wupper wild woget auf steinigem Weg, an Klippen und Klüften sich windet der Steg, drum bin ich auch weit an dem fernesten Strand. Schlägt mein Herz der Heimat, dem bergischen Land. Schlägt mein Herz der Heimat, dem bergischen Land. Ein bergisches Quartett, die Flöckchen, Willibert Pauls und Hans Hachenberg, eine Legende, die Doofnuss. Willibert, geht dir bei dem Lied, bei dem bergischen Heimatlied, das Herz auf? Ja. Kann man so sagen. Da nehme ich sogar den Hut ab. Das sind früheste Kindheitserinnerungen, das bergische Heimatlied. Das ist wunderschön. Das ist ja schon uralt, ne? Ja, das ist Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben von einem Solinger Komponisten. Hartkopf heißt er. Der war, glaube ich, Vorsitzender oder so vom Solinger Männerbund. Tolle Truppe. Ist das nicht kitschig heutzutage, dieses Lied zu singen? Was ist schon kitsch? Sonnenuntergang in den Bergen gibt es. Ja, das ist einfach schön. Was empfinden Sie, Hans Hachenberg, wenn Sie diesen Willibert Pauls auf der Bühne, auf der Karnevalsbühne sehen? Ja, ich bin ja nun mittlerweile 60 Jahre auf der Bühne. Und als vor einigen Jahren der Willibert auftauchte, da habe ich gedacht, ob das gut geht. Aber sein menschliches Wesen, was absolut zu einem Künstler dazugehört, Herz muss mitsprechen, ist absolut so gut, dass er das geschafft hat, die erste Hürde zu überspringen und mittlerweile der Star zu sein, ja, Willibert. Da hat also der Jürgen Rückers erzählt, wie es ihm als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen geht. Da hat er richtigerweise gesagt, ja, wir können voneinander lernen, natürlich. Der Westfale kann zum Beispiel vom Rheinländer lernen, dass es sich im Rheinland nicht lohnt, pünktlich zu sein. Ja, weil ja noch keiner da ist, der dich dafür lobt. Ne? Ist klar, ne? Das ist schon, ne? Ja, Moment. Dafür kann der Rheinländer aber auch vom Westfalen lernen. Ja, sicher. Zum Beispiel, dass man viel trinken kann, ohne lustig zu werden. Ne? Kann der Westfalen. Du hast
dir einen Wunsch erfüllt, ein Naturschwimmbecken vor deinem Hause gebaut. Ja. Nutzt du es auch? Oh ja. Ne? Also, wenn es die Witterung zulässt, das heißt, 16 Grad muss es Wasser haben, dann gehe ich noch rein. Aber jeden Tag. Aber vorher gibt es sozusagen immer auch wieder ein Ritual, das heißt Hamburger Triathlon? Ja, oder der Hamburger Ironman. Ja, also da kenne ich ja nichts. Viertelstunde Fahrradfahren, 10 Minuten Laufen und dann 5 Minuten Schwimmen. Lieber zurück zum Familienmenschen, zum Vater einer Tochter, Franziska. Wie lieb hat er den Papa? Ja, ich hoffe, dass sie mich lieb hat. Die Kinder, die sagen das ja nicht. Aber ich hoffe, dass sie mich lieb hat. Ich habe sie über alles lieb. Und also zum Beispiel, wir liegen absolut so auf einer Ebene. Wenn man das als Vater spürt, das ist ja wunderbar. Man lebt ja den Kindern weiter. Ne? Also zum Beispiel, wir beide lieben Kino. Wir lieben Kino. Wenn es irgendwie geht, gehen wir jede Woche einmal ins Kino, meistens nach Bensberg ins Kino, und gucken uns dann gemeinsam einen Film an. Zum Beispiel waren wir jetzt in Even Allmächtig. Das ist also quasi der Teil 2 von Bruce Allmächtig, damals mit Jim Carrey. Der neue Film, auch so eine ähnliche Story. Gott greift also ein und ruht sich persönlich einen Menschen, dem er sich offenbart, und gibt dem eine Aufgabe. In dem Fall soll er mal eben eine Arche bauen. Das größte Rettungsschiff der Welt, ja. Ich baue eine Arche. Was soll das bedeuten? Gott ist mir erschienen und hat mir befohlen, eine Arche zu bauen. Wie findest du deinen Vater auf der Bühne? Anders. Also manchmal habe ich das Gefühl, er spielt gar nicht wirklich, sondern es ist schon ein Stück von ihm selbst. Und egal wie oft man mitfährt, immer ist die Rede irgendwie anders, kommt immer anders rüber. Und das wundert mich, dass man nach so oft, wenn man das Gleiche erzählt, immer noch das irgendwie anders rüberbringen kann und den Leuten vermitteln kann. Bist du stolz auf deinen Papa? Ja, auf jeden Fall. Möchtest du auch mal sowas werden? Vielleicht nicht unbedingt Büttenredner, aber auf der Bühne finde ich schon toll, wenn Leute einem zuhören und das auch gut finden, was man da macht. Ist auf jeden Fall gut. Hat dein Vater auch Schauspielertalente? Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wie würdest du das jetzt beschreiben? Ich rede ja auch gleich noch mehr, also da komme ich natürlich rum, über Gott und die Welt, vor allen Dingen über lieben Gott. Ja, wie ist denn so deine, was ist denn deine Ansicht? Der Rheinländer ist im Prinzip immer schon selber Jott gewesen. Das war bei... Ja. Das war bei Klotwisch schon so, weißt du? Klotwisch, kennst ja, der Ur-Rheinländer war selber Gott, ne? Und als er hörte, da unten im Süden ist das Christentum schwer angesagt, da hat sich Prospektmaterial kommen lassen. Und sah dem Jesus da am Kreuz und sagt, das soll doch Jott sein, ne? Da waren ja in Köln immer nur Zimmermanns-Jupp-Singe-Jung, ne? Das war nichts. Also der Kloge war eigentlich selber Jott. Das war immer das Grundprinzip. Und ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel jetzt heute Abend mit dir noch eintrinke, sag mal, wenn ich nach 30 Kölsch nach Hause komme, ne, sagt meine Frau auch, mein lieber Jott, wie siehst du denn aus? Das hängt ein bisschen mit der Sprache zusammen. Als Gott die Sprachen verteilt hat, haben alle was Schönes gekriegt. Die Hannoveraner das Hochdeutsch. Ne? Die Norddeutschen das Blatt. Die Sachsen, gut, die Sachsen nicht so, aber... die Bajuwaren das Bayerisch, ne? Die Pilze das Pelzisch und die Rheinländer sind leer ausgegangen. Die Rheinländer sind leer ausgegangen und da haben sich alle voran die Kölner natürlich beschwert. Ne? Was ist denn mit uns? Kriegen wir nix? Und da hat der liebe Jott gesagt, ha, euch hab ich vergessen. Wisst ihr was? Da sprecht ihr erst mal so wie ich. Jürgen Becker, er hat ein gutes Herz. Ich bete immer für ihn. Da kann er sich nämlich nicht gegen wehren. Zuletzt noch in Rom am gläsernen Sarg von Filippo Neri, dem Schutzpatron der Clowns, der Humoristen, meinem Lieblingsheiligen. Musik.
der Filippo Neri, neben dem ich übrigens hier stehe, das ist seine Kirche, Chiesa Nuova in Roma. Und in der Kirche ist er hier beerdigt. Und weil heute sein Ehrentag ist, haben die so, also wie so ein Poster früher, der Bravo-Schnitt. Ich stehe also quasi neben dem Bravo-Schnitt vom heiligen Filippo Neri. Und warum er für mich so wichtig ist, ist klar, er ist einmal der Schutzpatron von Rom, aber er ist der Schutzpatron der Clowns und der Narren. Er hat ja gelebt in der Renaissancezeit und man muss wissen, damals war die Kirche total korrupt. Ist ja nicht umsonst die Zeit gewesen, wo Martin Luther aufkam. Und Filippo Neri, der hat ein Kabarett gehabt, hat das Kabarett vor den Kirchen und auf den Plätzen von Rom aufgebaut und hat öffentlich Witze über die Kurie und über den Papst gemacht. Die Leute haben sich gebogen vor Lachen. Und er kümmerte sich um Kinder, vor allen Dingen kümmerte er sich um arme Kinder. Das war das eine von dem Filippo Neri. Und das andere war, er war nicht nur Pastor, sondern der war wirklich auch Clown. Dann packte Filippo Neri in seine Tasche und und holte eine Clownsnase raus. Und die Leute, die haben sich kaputt gelacht und haben gesagt, Mensch, was ist das für ein lustiger Priester? Ja, das ist aber mal schön. Und dieser Splitter, der ist vom heiligen Filippo Neri. Und den schenke ich eurem Kindergarten. Und wenn Besuch kommt und wenn die Mama kommt oder wer auch immer und euch abholt, sagt er, Mama, komm mal mit. Da ist eine Reliquie, ein kleiner Knochen vom Filippo Neri. Was ist der Unterschied zwischen einem katholischen Pfarrer und einem evangelischen? Seht ihr, beim evangelischen Pastor hängt die Kinderwäsche ums Haus, beim katholischen im ganzen Dorf. Jetzt ist mein Hauptberuf Kabarettist, Bühnenmensch und im Nebenberuf Diakon. Das heißt aber nicht, dass der Diakon für mich jetzt nebensächlich ist. Ist der liebe Gott dann nicht sauer, dass der vielleicht sagt, der Pauls ist nur mit halbem Herzen noch Diakon? Von wehe, der liebe Gott hat Spaß daran. Weil ich ja meine seelsorgerische Arbeit in meinen Diakondienst mit hineinnehme. Wenn ich die Menschen tröste durch das Lachen, wenn der Mensch lacht, ist er getröstet. Das ist Seelsorgsarbeit. Das ist genau das, was die Religion doch will. Zum Beispiel in einer Justizvollzugsanstalt wie hier in Aachen. Ja, das war einer meiner größten Erlebnisse. Da bin ich innerlich weggeflogen. Ja. Zuerst also noch eine angespannte Situation, die ganzen Knackis vor dir. Und danach haben die gelacht und hatten einen Spaß. Und da habe ich gedacht, Willibert, siehste, hier gehörst du hin. Gibt es noch andere Beispiele, wo der Auftritt und die Seelsorge plötzlich zusammenkommen? Ja. Also zum Beispiel fällt mir ein, ich bin zum sogenannten Briefing-Vorgespräch bei einem Kunden, reicher Unternehmer, Karnevalsauftritt, Geburtstagsauftritt. Und während des Vorgesprächs kommen wir auf seine plötzlich verstorbene Tochter zu sprechen. Und er erzählt mir, dass dank seines Glaubens er diesen Tod seiner Tochter umgewandelt hat mit einer unglaublichen Kraft in Engagement für andere. Sie war auf dem Heimweg und stürzte vom Fahrrad und zwar so unglücklich, dass er auf der Stelle tot war. Wie gesagt, es war die einzige Tochter und für mich also zwischen uns bestand ein ganz besonderes inniges Verhältnis als Vater-Tochter-Beziehung, Ihnen ja bekannt. Okay. Aber es war schwer genug, aber nach ihrem Tode, meine Frau, wir haben dann beschlossen, in ihrem Sinne Gutes zu tun und eine Stiftung ins Leben zu rufen, die ihren Namen trägt. Und wie gesagt, Ziel war, den Ärmsten der Armen zu helfen, vor allem den Kindern, die unschuldig in Not geraten sind. Jährlich werden in Nepal zwischen 12.000 und 15.000 kleine Mädchen aus ihren Familien herausgerissen, zur Prostitution in Indien gezwungen. Und dieses Projekt, was wir 1992 eingeweiht haben, hat sich sehr bewährt. Man muss sagen, leider, schöner wäre es, man könnte ein Schloss dran machen, wir würden nicht mehr gebraucht. Aber unsere Hilfe ist mehr denn je gefragt. Und daneben kümmern wir uns auch noch sehr viel um Waisenkinder. Ähnlich wie in Indien werden ja auch kleine Kinder in jedem Alter einfach auf die Straße geworfen, auf Müllplätzen. Und wir haben inzwischen auch 500 Waisenkinder, die wir doch betreuen. Das kann man ja sagen, so grässlich und furchtbar der Tod von Sonja ist. Aber ohne den Tod von Sonja wären diese ganzen Projekte, ja, bestünde nicht, ne? Ja, ich würde sagen, ich bin mir als Unternehmer meiner sozialen Verantwortung bewusst, aber in
der Intensität und mit diesem Engagement wäre ich wahrscheinlich nicht dazu in der Lage gewesen. Aber so böse an treibt mich förmlich meine Tochter. Ich müsste von dir wissen, 3.000 Euro für einen guten Zweck, für welchen guten Zweck? Das ist für die Sonja-Kill-Stiftung. Die Sonja-Kill-Stiftung kümmert sich um Kinder, die von Nepal verschleppt werden, was da an der Tagesordnung ist, in indische Bordells kommen, dort eine Lebenserwartung von 3 Jahren haben. Das ist unglaublich, ja. Und diese Stiftung hat Tausende von Kindern schon aus den Bordells rausgeholt. Und für diese Kinder gibt es Schulen, ein ganzes Dorf. Das ist eine Riesensache. Das ist eine ganz großartige Sache. Wunderbar. 3.000 Euro für einen guten Zweck. Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach, ne? Also für Nicht-Rheinländer diese Mischung zu verstehen. Kirche und Karneval, dass das so ineinander geht. Ne? Den Rheinländer zu verstehen, ist ja nicht so einfach. Ne? Also mein Freund, der Jürgen Becker, der Kabarettist, der hat das auf den Punkt gebracht, um den Rheinländer zu beschreiben. Der sagt immer, wenn man den Rheinländer vergleicht, zum Beispiel mit dem Westfalen. Der Westfale steht morgens früh auf und sagt, was müssen wir heute arbeiten? Der Rheinländer steht morgens früh auf und sagt, wo jommer hück orvend hin? Ne? Wer hat dich für den Karneval entdeckt? Dieter Steuter von den drei Colonias. Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange. Aber da war ich vom Festkomitee des Kölner Karnevals in Berlin auf der Funkausstellung. Und da gab es eine Sendung über Ulknudeln, Betriebsnudeln. Und da wurde ich interviewt, noch jemand anderes und Willibert auch. Als Diakon Betriebsnudel in der Kirche. Und er hat ja so witzige Antworten gegeben. Da habe ich gesagt, den Kerl müssen wir unbedingt in den Kölner Karneval kriegen. So war das damals. Hast du seinerzeit an die Karriere geglaubt? Ach, what? Ich war froh, als ich heil wieder rauskam aus dem Studio. Aber es war schön. Ja, Willibert, ansonsten aber über das ganze Jahr Programme, die dauern 1,5 Stunden, heißen wie? Ist das nicht herrlich? Kirche, Kölsch, Karneval von der unglaublichen Leichtigkeit der Religion. 80% Büttenrede, 20% Bildung. Und man hätte arme Socke, ja, die arme Socke von Laurentius, haben sie verhaftet, da kommt er vor den Richter. Und dann gingen damals schon die Gerüchte, diese Christen, die horchten unglaubliche Reichtümer auf. Sie horchten Reichtümer auf, ja. Und dann hätte der römische Richter zu dem gesagt, zum Laurentius, zeige mir und bringe mir die Reichtümer der Kirche. Und Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte des heiligen Laurentius. Innerhalb von 3 Tagen hat er sämtliche Kranken, Armen, Socken, Penner und so weiter von Rom zusammengetrieben, hat sie vor den Richter gebracht und hat gesagt, das sind die Reichtümer der Kirche. Ein unglaublicher Satz, ja. Und der Richter hätte sich furchtbar operiert, ich übernehme mich hier nicht ernst, so kann ich nicht arbeiten, hat er gesagt. Ne? Und Sie wissen wahrscheinlich, die Grausamkeit der Menschen, der Sadismus, war zu allen Zeiten gleich. Er ist nämlich abgrundtief. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass dieser arme Mann, St. Laurentius, der heilige Laurentius, dass er auf einem glühenden Rost, auf einem Grill quasi, ist er zu Tode gegrillt worden. Und warum ist das jetzt wichtig? Es ist wahrscheinlich Legende, was ich jetzt erzähle, aber derjenige, der die Legende entwickelt hat, hat das nicht umsonst getan. Laurentius soll mit einem Gag, mit einem Witz gestorben sein. Man erzählt sich, er lag also unter unsäglichen Qualen auf diesem Rost festgebunden. Und er soll als letzten Satz zu dem Henker gesagt haben, ihr könnt mich rumdrehen, von dieser Seite bin ich gar. Ja. Das ist natürlich schon ein Hardcore-Witz. Ja. Ingo Appelt würde sich dafür schämen. Aber es zeigt, dass damals schon also im Kopf war, der Witz hat eine ganz, ganz, ganz wesentliche Funktion innerhalb einer guten und klugen Religion. Ja? Und ich meine, jetzt, das ist auch Realsatire. Was macht die katholische Kirche mit dem heiligen Laurentius? Sie nimmt ihn als Schutzpatron der
Kösche. Ja? Was für die Ort, ne? Willibert Pauls erfährt ja auch in seiner Arbeit als Büttenredner, als Komiker, als Karnevalist Kritik. Dabei wird übersehen, dass er eine riesengroße Werbung ist. Nicht nur für die katholische Kirche, sondern auch für das Christentum. Und dieses Maß an Leichtigkeit, was man nicht mit Oberflächlichkeit verwechseln darf, diese Leichtigkeit, die wünsche ich meiner Kirche auch. Im Pantheon, ja, das ist ja der älteste, das ist ja hier der älteste Tempel, den es überhaupt noch aus der Römerzeit und so weiter gibt. Also er ist ungefähr so alt wie du. Ja. Es gibt ja keinen einzigen römischen Tempel mehr, außer diesen. Alle anderen Tempel sind abgerissen worden. Und man wollte ihn hier natürlich in der christlichen Zeit auch abreißen, weil Pantheon, alle Göttern, ja. Hör mal, das geht doch nicht, ne? Und dann hat der damalige Papst, ich weiß ja nicht, in welchem Jahrhundert das war, hat gesagt, Moment mal, allen Göttern, das geht nicht. Aber wir machen aus diesem Tempel, der ja großartig ist, ja, da machen wir eine Kirche zu allen Heiligen. Und so ist das Allerheiligenfest entstanden. Wenn wir also Allerheiligen feiern, das Schöne ist ja, in Köln gibt es ja den Spruch, Fastelovenspilche. Jürgen Allerheiligenbilche. Ja? Das heißt, 9 Monate nach Karneval ist Allerheiligen. Und die Kinder, die aus irgendeiner, ja, was weiß ich, im Karneval entstanden sind, das ist das Allerheiligenbilche. Das einzig Schöne an einem Seitensprung ist der Anlauf. Ja? Am nächsten Morgen, ne, klingelt der Verstand, der nachts aus dem Fenster gesprungen ist, und der will wieder rein. Ne, das ist so. Ne? Aber das kennen wir alle. Ne? Kennen wir nicht alle dieses Aschermittwochsgefühl? Ne? Du hast 3 Tage durchgefeiert, ne? Oh, einen Anlauf nach dem anderen gemacht. Und dann, Aschermittwoch. Ne? Und ich meine, das muss man der Kirche ja lassen. Wenn sie eins kann, ist es tolle Bilder erfinden. Ne? Mit dem Aschenkreuz, ja? Ich sage mal, da hast du nicht nur den Driss im Kopf, da kriegst du auch noch auf dem Kopf. Ne? Das ist das Erzbischöfliche Kollegium Albertinum zu Bonn am Rhein. Und in diesem Gebäude sind die Priesteramtskandidaten des Bistums. Und dort saß ich auch ein, 1973. Ja, das war keine einfache Zeit, weil ich ja natürlich wirklich hin und her gerissen war. Ich saß da wirklich von dem Wunsch erfüllt, du willst Priester werden. Ein ganz toller Beruf. Und dann ging ich aus dem Haus raus, rüber in die Universität. Und dort ist die Akaluwi, die akademische Lustwiese. Und die schönsten Wesen der Welt, die Mädchen, lagen dort. Und da kam ich ins Grübeln. Und das war die Zeit, ja, der größten inneren Unsicherheit für mich. Was sollst du werden? Sollst du Priester werden oder doch nicht? Und so weiter. Ja, was draus geworden ist, das wissen wir ja. Und ich bin sehr glücklich, wie es geworden ist. Seit meiner Studentenzeit ist einer meiner besten Freunde Pater Reinhard Rickert vom Benediktinerkloster in Meschede, wo er für die Landwirtschaft zuständig ist. Reinhard, du alter Putenpater. Du bergische Jung. Ich auch nochmal. Schön, dass ich dich sehe. Es hat sich einiges geändert hier. Ja? Möchte ich dir mal zeigen. Komm mit. Ne, war doch nur Schweinerei im Kloster. Ja, das sind unsere rosaroten Freunde. Die sterben aber gerne für uns. Die machen eine Ausmacherwurstfahrt. Och ja, also ich würde ja sagen, Prinz, Bauer und Jungfrau, das sauerländische Dreigestirn. Ne? Ah, was seid ihr lecker. Ja. Auch nachher noch, ne? Ja, ist klar. Wenn man unsere beiden Lebensgeschichten vergleichen würde, es gäbe viele Parallelen, vor allem was das Unnormale angeht. Ne? Was ist das Unnormale bei Ihnen? Ich glaube, dass ich der einzige Priester nördlich der Alpen bin, der Kühe melkt. Als wir uns kennenlernten in den Fluren des Collegium Albertinum, jeder hatte so sein Zimmer, quasi die Zelle, und jeder der Studenten hatte da so einen besonderen Spruch, ja, an der Tür hängen, der typisch für ihn war. Also die linken Studenten, ja, da stand dann Venceremos, ja, Theologie der Befreiung, die Vergeistigten, die hatten dann geschrieben, Jesus liebt dich. Und der Reinhard, der hatte an der Tür den Spruch hängen, edel sei der Mensch, milchreich die Kuh.
Ja, und da wusste ich, der Mann, der ist auf meiner Linie. Ja. Gertrud, das ist die Gertrud. Ja. Also Gertrud, was bist du ein schön Mädchen? Vor allen Dingen, was hast du schöne Busen? Darf ich sie mal da dran packen? Nur ein bisschen tiefer. Jetzt kommt wieder der Bauer mit den kalten Händen. Ah, leck mir an den Fuß. Nee, geht. Reinhard, ich bin tatsächlich der Berchium. Und er hat mich geprägt, jetzt nicht nur durch den Humor, den er als Rheinländer ja nun wirklich nicht versteckt, Gott sei Dank, sondern auch, er ist ein guter Priester durch seine Frömmigkeit. Ich frage immer, wenn ich also Priester treffe, sind sie lebensfroh, können sie einen Stiefel vertragen und sind sie fromm? Und alles drei ist er. Ja, und von daher hat er mich schon sehr geprägt. Pater Reinhard, können Sie über den Büttenclown Willibert Pauls herzlich lachen? Vor allen Dingen herzlich lachen, weil er selber ein Mann ist, der das Herz am rechten Fleck hat und dann auch noch echten Humor dabei. Er ist also nicht der Ekeltyp eines Witzboldes, ja, der nur über andere Witze macht, sondern er kann auch über sich selber lachen. Und das ist das Schöne dabei. Zum Beispiel treffen sich zwei Ziegen, sagt die eine Ziege zur anderen, kommst du mit in die Disco, sagt die andere, nee, ich hab keinen Bock. So ganz blöde, ne? Stundenlang. Oder, der ist auch schön. Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, sie kommen aber spät. Sagt das Skelett, wie, ist schon zu? Nur einen noch. So schön absurd und kurz. Ne? Kommt ein Luftballon zum Psychiater und sagt der Luftballon zum Psychiater, Herr Doktor, ich habe Platzangst. Frau Pauls, wie lebt es sich mit dem frommen Jeck? Ja, es lebt sich gut, aber es ist aufregend und jeder Tag ist anders. Man kann wenig planen. Das glaube ich. Also das Telefon ist permanent, dann ruft der an, dann der. Ich muss mal schnell hier hin, ich muss mal schnell dahin. Aber wir halten ihn auf der Erde und ich sehe zu, dass er nicht abhebt. Der Dom litt für der Tür. Man fährt in Richtung Moskau, zuerst mal die A4. Du findest grüne Wälder und Berge und auch Seen an Wupper, Ackerbröl, nur Menschen mit Gefühl. Bei uns wird noch alles wie es gehört. Hier jeder Pastor in der Welt. Hier liegt's noch richtig Scotche in der Hand. Ich schwör, da packt noch jeder Mann. Bei uns, da gibt's noch reine Luft im bergischen Land. Und sonders morgens in der Kirch, die brennt's noch an der Hand. Die Mann, die Mädel essen dann, der Pfarr trinkt sich ein Bier. Denn auch bei uns passiert in der Küte ist so viel. Noch richtig komplett in der Pfanne. Ich löf, der Pfanne noch jeder Mann. Und kommt die fünfte Jahreszeit bei uns her im Gemirsch. Dreimal K heißt Kirsche, Karneval und Kirsch. Dann regnet es Kamelle, genauso wie in Kölle. Und außer Rand und Wand sind wir all im bergischen Land. Es doch alles wie es wird. Hey, jeder Pastor noch in der Bütt. Hier liegt noch richtig Gottfried in der Pfanne. Ich schlöre, der Pfanne noch jeder Mann. Und wenn beim Halleluja die Orgel erklingt, die ganze Gemeinde voller in Brunst springt. Ja. Hier liegt
so richtig Gott mir in der Pfanne. Ich lauf der Pfaff noch bei der Mann. Bei uns geht noch alles wie es geht. Hey, jeder passt du noch in der Bett. Ich lebt noch richtig Gott mit in der Pfanne. Ich lauf der Pfaff noch bei der Mann. Ich lauf der Pfaff noch bei der Mann. Und das ist auch gut so. Abends, wenn ich schlafen gehe, das Abendlied aus Humperdings Hänsel und Gretel, war einer meiner wichtigsten Schlüsselerlebnisse. Da habe ich, mit meinem Vater war ich in dieser Oper, und als Kind bei diesem Lied habe ich schlagartig erkannt, was Religion bedeutet. Nämlich Trost. Ach, meine Mama, fromm. Ich habe mir gesagt, Mama, du betest dich durch den Himmel durch, ja? Und mein Papa, mein Vater war eine Seele von Mensch. Ach, Herzensjod. Zum Beispiel, als mein Vater Soldat war, hat er im Krieg als Aufseher in einem Gefangenenlager mit einem der Gefangenen dickste Freundschaft geschlossen. Ja. Also der hat ihm die Hand gereicht, einen Franzosen. Er als deutscher Soldat schließt dickste Freundschaft mit einem französischen Soldaten. Aber noch besucht, Marcel Marivin, 91 mittlerweile, aber noch ganz hellwach. Und wenn der von meinem Vater erzählt, wenn der erzählt, dass wenn die französischen Gefangenen in der Messe waren, dass mein Vater, der deutsche Aufseher, sich bei den Chor stellte, der französischen Soldaten, und hat mitgesungen, Credo in unum Deum, dass mein Vater dem Brot zugesteckt hat, dass mein Vater dem sogar Geld gegeben hat für eine eventuelle Flucht. Und wenn der Marcel Marivin, dieses wache alte Männlein, mir das noch erzählt, ach, da läuft mir heute noch Gänsehaut, ich kriege jetzt Gänsehaut. Und diese Geschichte zwischen dem französischen Soldaten Marcel Marivin und meinem Vater hatte sogar politische Konsequenzen. In den 50er Jahren ist Adenauer mit dem damaligen Interimspräsidenten Alain Poher nach Wipperfürth gekommen. Und da hat der französische, ja quasi Präsident, der hat gesagt, ich bin in diese Stadt gekommen, weil ein deutscher Soldat mit einem französischen Soldaten sein Brot geteilt hat. Zwei Männer, vor denen ich mich knien würde. Das eine ist der Papst und zum zweiten Winnetou Pierre Brice. Das war in meiner Kindheit eine absolute Ikone, weil ich da begriffen habe, was es bedeutet, Freundschaft, Liebe, Kameradschaft, Nähe. Ganz. Und ich habe ja mich mit ihm selber darüber unterhalten dürfen. Für mich gibt es nur einen in der langen Geschichte der Filmgeschichte, der Winnetou eine Seele gegeben hat. Und das ist Pierre Brice. Deshalb bin ich das ist unglaublich. Ja, was Sie vorher gesagt haben, ist ein bisschen übertrieben. Aber ich bin, weil ich nur ein Schauspieler bin, der diese Rolle von Winnetou versucht hat mit Seele jetzt so. Ja, eben. Ja, ja. Weil die Werte, für den Winnetou gekämpft hat, sind die Werte, für den ich auch gekämpft habe, ja. Mein ganzes Leben. Für mich war es das hohe Lied der Liebe, der Fraternität, der Freundschaft, der Brüderschaft und der wirklichen Toleranz. Toleranz, ja. Zwischen die Religion, ja. Und zwischen die Rassen, das fällt heute, das fällt. Ich sehe jeden Tag das in Frankreich, sagen wir Antagonismus zwischen zwei Rassen, die Muslimen und die Katholiken. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich eine, wir müssen alle zusammen, versuchen alle zusammen zu leben. Ja, ja. Das hat, in Harmonie. Ja, ja, und mein Vater hat mir immer gesagt, Willibert, die Grenze, la frontière, geht niemals zwischen den Rassen, die Grenze geht nicht zwischen den Völkern, oder die Grenze geht durch das Herz der Menschen. Und du musst alles dafür tun, dass du auf der Grenze, also auf der Seite bist, wo die Liebe
der Respekt, wo die ist. Das Blut mischen. Ja, ja, ja. Richtig. Richtig. Das ist das Gegenteil von Hass. Ja. Und deshalb war es so wichtig. Rom, italienisch Roma, rückwärts gesprochen Amor. Für mich ist Rom einer der Orte, wo sich Himmel und Erde berühren. Rom ist sozusagen das Wartezimmer vor dem Paradies. Hier trifft alles zusammen, das Göttliche und das Erdische, der Himmel und die Welt. Ostia, Porto di Roma. Hier, wo heute die Millionen Yachten liegen, da kam vor 2000 Jahren ein Mann, stieg vom Schiff, der übers Mittelmeer gefahren war, aus Galiläa, stellte sich vor, sein Name sei Petrus, und er erzählte von der Geschichte von Jesus. Und die meisten sagten, hier, wieder so ein frommer Spinner. Aber einige hörten zu und sagten, vielleicht ist doch etwas dran. Und wie ein Flächenbrand verbreitete sich diese Geschichte aus Rom und über Rom hinaus, bis die Obrigkeit, bis die Römer auf diesen Mann aufmerksam wurden und sagten, den müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Sie verhafteten ihn, sie richteten ihn hin, sie begruben ihn in irgendeinem billigen Armengrab draußen vor den Toren von Rom. Aber sie hatten nicht damit gerechnet, dass die Menschen, die an ihn glaubten, sich diese Stelle merkten, eine Kirche drüber bauten und irgendwann eine größere Kirche und noch größer. Piazza di Roma di Pietro auf dem Petersplatz. Vor 20 Jahren stand ich schon einmal hier, das muss man sich überlegen. Und da treffe ich einen Mann hier an dieser Stelle, der kam mir doch irgendwie bekannt vor. Wir machen ein Foto und schaut, wir beide haben uns überhaupt nicht verändert. Der eine mit dem Bart, das bin ich, auf der anderen Seite Kardinale Ratzinger. Ja, und er fragt mich, wo kommen Sie her? Ich sage, aus Alemannia, aus Köln. Ah, Köln, wunderbar. Und dann haben wir uns verabredet und haben gesagt, in 20 Jahren treffen wir uns an dieser Stelle wieder. Die Liturgie dieses Sonntags führt uns in ihren Lesungen vor Augen, dass bei Gott nicht unsere Verdienste zählen, sondern unsere Liebe und unsere Hingabebereitschaft für ihn und für die Mitmenschen. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ja, Willi, war dein bewegender Moment. Ja. Du als Zaungast. Ja. Beim Angelusgebet des Papstes. Ja. Pfingstsonntag 2007. Ja. Was beschleichen dich da für Gefühle? Ja, also, da geht mir schon das Herz auf. Eine seiner schönsten Ansprachen, ich habe das immer als Zettel bei mir. Da sagt er, das Einzige, was bleibt, ist, was wir als Spur in die Seelen der Menschen gesetzt haben. Das Wort, das das Herz berührt und das Wort, das die Seele öffnet, hin zur Freude. Das könnte ich mir als Grabspruch machen lassen. Und wenn ich ihn so sehe, ja, das geht mir sehr nahe. Und das öffnet mein Herz und das öffnet meine Seele. Das ist nicht übertrieben. Das hat ja auch was von großem Auftritt, von großer Bühne. Natürlich, Theatrum Sacrum. Der vornehmste Ausdruck für die Liturgie ist Theatrum Sacrum, heiliges Theater. Und das ist die Weltbühne hier. Oben das kleine Fenster, die größten Balkone der Weltgeschichte, ist der von Romeo und Julia und der vom Papst. Das ist großes, großes Theater. Toll. Und dann ich als Diakon im Petersdom neben dem Kölner Weihbischof Heiner Koch. Pfingsten 2007. Einer der Höhepunkte in meinem bisherigen Leben. Anlass, eine heilige Messe der Europäischen Gemeinschaft historischer Schützen.
dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, es war gigantisch. Also ich habe da oben gestanden und dann ging mir so durch den Kopf, da ist hier vor 2000 Jahren so ein Fischer, ja, der kommt da aus Galiläa und dann macht der, predigt der und dann kommen die Römer und killen ihn und draußen vor der Stadt wird er verbuddelt und dann bauen die Christen darüber eine Kirche, eine kleine, eine größere und dann diesen Wahnsinnstempel hier. Und ich stehe da und gucke auf den Altar, wo der drunter liegt. Ja. Und da sind mir wirklich, da sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Und dann singen die als erstes: Ein Haus voll Glorie schaut, was ein rheinischer Jung, Josef Mohr aus Sieburg, geschrieben hat. Ja. Wahnsinn!